Ich flüchte zu jemandem. Zu wem weiß ich zwar nicht, aber man erwartet mich in Paris. Und diesen Satz hatte Judith Kaspari gerade gesprochen. Es ist einer der ersten Sätze aus der Rolle, weil Sie kennen sie wahrscheinlich mittlerweile schon. Du spielst die Anja, die Hauptrolle in Anastasia hier. Wir kommen später auf den Satz zu sprechen. Aber erstmal möchte ich dir sagen, welcher Ruf dir vorauseilt, falls du das noch nicht gehört hast. Du seist total natürlich, total lieb und pflegeleicht. Du hast jetzt die Chance, mal zu sagen, wie du wirklich bist. Oder bist du genau so? Ja, also ich versuche natürlich schon pflegeleicht zu sein und nett zu sein. Ich glaube, ich bin einfach ein Mensch, der versucht, immer positiv zu bleiben. Und dass, wenn man das Positive unterstützt und das auch versucht beizubehalten, dass es einem auch selbst zurückkommt. Seit ein paar Wochen darfst du jetzt hier jeden Abend auf der Bühne stehen. Was ist so die größte Entwicklung für dich, die du gemacht hast, oder die größte Veränderung seitdem? Du hast eine viel größere Verantwortung, weil du hast mit der Zeit wirklich Fans, die wegen dir auf die Bühne kommen. Das heißt, du musst auf dich aufpassen, dass du nicht krank wirst. Ich glaube, da hat sich sehr viel verändert. Grundsätzlich versuche ich aber natürlich, die Judith zu bleiben, die ich auch vorher war. Als es dann anfing mit Anastasia und überall in der Stadt die Plakate zu sehen war, und ich habe mich gefragt, wenn man dann so durch die Stadt geht wie du und dann denkst du, oh, Anastasia, oh, ich bin das. Hast du sowas gedacht? Das ist gerade der Wahnsinn. Ja, es ist noch wirklich so eine Magie dahinter, dass man es eigentlich selbst gar nicht fassen kann, was man jetzt für eine Verantwortung und für einen wunderbaren Beruf jetzt eigentlich auch hat und diese Rolle spielen darf. Ja, wie schön, gell? Ja. Oh, und es wird erst der Anfang sein, Judith, weißt du? Ja, ist ja, hoffentlich. Schön. Das ist das Schöne bei der Sache. Und apropos Plakate, also du hast wahrscheinlich wenig Zeit so in der Stadt, weil du bist ja eigentlich die ganze Zeit am Arbeiten. Aber vielleicht könntest du mir kurz helfen, das mal festzuhalten. Gerne. Das ist relativ groß. Hast du dieses Plakat, was momentan in Stuttgart hängt, schon mal gesehen? Bis jetzt leider noch nicht. Obwohl es so schön und so auffällig ist. Gell? Passt zu mir her. Ja, das stimmt. Das ist das Kessel-Festival, was demnächst startet. Und was dahinter steckt, das sehen Sie jetzt. Und da das Kessel-Festival nächstes Jahr im Sommer das erste Mal stattfinden wird, gibt es leider noch keine Impressionen, die ich Ihnen zeigen kann. Dafür aber jede Menge Informationen. Und wir haben ja unsere Vorstellungskraft. Genau deshalb habe ich Christian Doll, das ist einer der Veranstalter vom Kessel-Festival, mal gebeten, er solle seine Augen schließen und mir sagen, was er dann sieht, wenn er an das Festival denkt. Also vor meinem inneren Auge habe ich so eine Vision, ich glaube, die haben wir alle. Da brauche ich die Augen gar nicht so lange zu machen. Ich sehe einen vollen Kanzler der Vasen, ich sehe mindestens 10.000 Leute vor unserer Hauptbühne und eine ganz große Party sehe ich. Alle haben sich lieb und wir haben richtig viel Spaß gemeinsam. Alle haben sich lieb und wir haben jede Menge Spaß gemeinsam. Ah ja, naja, kommen wir mal zurück zu den angekündigten Fakten. Hier sind die wichtigsten Details im Überblick. Das Festival ist am 1. und 2. Juni 2019. Ort sind der Cannstatter Vasen, das angrenzende Reitstadion und der Neckar. Folgende Acts für das Kessel-Festival stehen schon fest. Sammy TV Unplugged. Maximo Park. Namika. Und Megalo. Wir spielen mit Feuer, Pyroman. Wer hat die Hitze, du weißt. Darkman, so wie Nalle. Außerdem gibt es noch ein vielfältiges Kultur- und Sportprogramm. Los geht es an beiden Tagen jeweils um 11 Uhr und dann bis 23 Uhr. Basis-Festival-Tickets gibt es schon für 7,50 Euro. Die Tickets und noch mehr Informationen gibt es auf der Homepage unter www.kesselfestival.de. Also für mich hört sich das wirklich nach einem coolen Programm an. Allerdings ist das sehr, sehr viel und mir persönlich würde es schwerfallen, sich zu entscheiden. Da ist doch die Frage, kann ich das überhaupt alles an diesen zwei Tagen schaffen? Wenn Sie wirklich zwei Tage kommen und ab morgens 11 Uhr da sind, können Sie, je nachdem, welcher Musikgeschmack Ihnen am nächsten liegt, sich eine Band anschauen, danach Sportaktivitäten entweder anschauen oder mitmachen, dann schön was essen gehen, dann irgendwie vielleicht noch bei Ihrer Nachwuchsband irgendwie mitmachen und dann zum Headliner wieder vor die Hauptbühne kommen. Also wenn Sie zwei Tage kommen, können Sie relativ viel mitnehmen von unserem Programm. Ob Sie alles schaffen in einem Tag, das wage ich zu bezweifeln. Ja, aber ohne Zweifel ein total schönes Festival, was da in Stuttgart neu auf uns wartet. 1. und 2. Juni. Bist du da noch hier? Spielst du noch Anastasia? Ja, auf jeden Fall. Wir spielen bis Oktober hier in Stuttgart, auf jeden Fall. Und da werde ich wahrscheinlich hier auf der Bühne stehen. Zeit für andere Dinge, außer deinen Job?
sind eigentlich nicht mehr vorstellbar. Ja, oder? Also man versucht tagsüber natürlich. Also unter der Woche habe ich eigentlich ja nur eine Show abends. Da versuche ich tagsüber schon Freizeit zu haben. Müssen aber gleichzeitig natürlich auch Dinge erledigen, die jeder normale Mensch tagsüber erledigen muss. Und abends gehen wir dann eigentlich zur Arbeit und haben unsere Show und brauchen natürlich auch ein bisschen länger nach der Show noch müde zu werden, bis das Adrenalin dann sinkt. Also es dauert dann manchmal schon so bis 2 Uhr nachts oder so, bis man dann wirklich schlafen gehen kann, ja. Kannst du dich noch daran erinnern, was du gedacht hast nach deiner ersten Show, als du von der Bühne gegangen bist? Es ist irgendwie Aufregung, Angst, Freude, pures Glück, alles zusammen. Also es ist war Familie im Publikum am ersten Abend? Ja, es waren sehr viel Freunde und Familie da. Und das war auch total schön, weil man hat das einfach total gemerkt, diese ganze Magie im Raum und diese ganze Liebe, die dann so überschwappte im Applaus und danach auch noch auf der Premierenfeier. Das war wirklich wunderschön, der Abend. So langsam fange ich an, dich um deinen Job zu beneiden. Ja, so kann man auch, auf jeden Fall. Wir quatschen gleich weiter, ja. Schalten ganz kurz in die Werbung und sind gleich wieder da. Judith, wir sprechen noch mal über den Eingangssatz, den du dir ausgesucht hast. Ich flüchte zu jemandem, zu wem weiß ich zwar nicht, aber man erwartet mich in Paris. Das ist ein Satz aus deinem Stück, aus deiner Rolle. Wieso hast du dich entschieden, mit dem Satz in die Sendung zu starten? Das ist eigentlich der Satz von Anja am Anfang des Stückes, beziehungsweise in der ersten Szene. Und ich finde den Satz irgendwie so treffend, weil es ist so kurz. Sie beschreibt ihre Situation, dass sie zu irgendeiner Person flüchten möchte, aus Russland heraus. Sie hat keine Ahnung, wer es sein soll, ob das Familie ist oder sonst jemand. Aber sie hat ganz tief in ihrem Herzen die Idee bzw. dieses Gefühl, dass da jemand auf sie wartet. Und davon wird sie eigentlich durch das ganze Stück geleitet. Und deshalb ist dieser Satz eigentlich erst total unscheinbar. Und er wird auch im Stück ganz kurz so in dieser Szene gesagt, aber er trifft diese Situation von Anja am Anfang eigentlich auf den Punkt und hat irgendwie total viel Bedeutung für mich mittlerweile. Wie schön, weil alle, die jetzt das Stück in Zukunft sehen werden, werden diesen Satz vielleicht nochmal ganz anders betrachten, weil natürlich läuft vieles einfach wahrscheinlich auch an einem vorbei. Aber noch ein Thema, was mich beschäftigt, weil ich selbst eine Frau bin, du möchtest bestimmt irgendwann auch mal Familie haben und Kinder. Das ist doch mit diesem Job eine Katastrophe wahrscheinlich, oder? Also ich habe da eine ganz klare Meinung zu, dass sich da eigentlich auch Dinge verändern müssten, dass mehr Frauen Chancen, zum Beispiel vor Ort Kindergärten in Theatern zu haben, also beziehungsweise Möglichkeiten, oder dass man auch extra Geld für Kinderbetreuung bekommt. Sowas wäre halt ein Fall, weil jetzt mittlerweile gibt es ganz viele, die dann von ihrer eigenen Gage Tausende von Euros an Babysittern organisieren müssen oder aufbringen müssen. Es gibt auch einige Frauen, die ich kenne mit Kindern, die bewundere ich und finde es toll, dass sie sich das trauen, und das macht mir persönlich auch als junge Frau Mut. Gibt es denn schon einen Mann zu den Kindern? Ja, gibt's es gibt schon einen Freund, ja. Aber ihr führt eine Fernbeziehung? Ja, genau. Ist das schwer oder schweißt das noch mehr zusammen? Eigentlich nicht. Er arbeitet auch im Theaterbereich und macht seine Produktion und seine Sachen. Und er ist ein großer Fan und Unterstützer von mir. Ich unterstütze ihn sehr. Von daher können wir da sehr gut aufeinander bauen und vertrauen, ja. Sehr schön. Wunderbar. Hört sich gut an. Wir schalten in meinen nächsten Beitrag. Es hat eine tolle Ausstellung in Stuttgart eröffnet. Und welche das ist, sehen Sie jetzt. Ich habe mir sofort nach meinem Amtsantritt ein dreibändiges Lexikon gekauft, weil ich mir dessen bewusst war, dass hier intellektuelle Anforderungen an mich gestellt werden, denen ich nicht gewachsen bin. Und in diesem dreibändigen Lexikon habe ich dann nachgeschaut nach Visionen. Da stand ein Pfeil und darunter stand, siehe Halluzinationen. Rommel-Ausstellung hat es für Stuttgart deswegen gebraucht, weil Stuttgart eigentlich gerade danach sucht, ja, wer sind wir eigentlich, wie wollen wir eigentlich sein, wo wollen wir eigentlich hin? Und Rommel ist ja der kleinste schwäbische gemeinsame Nenner, auf den wir uns alle einigen können, bei dem wir vielleicht schauen können, wo wollen wir vielleicht sein? Das ist einer der wichtigsten Bürger eigentlich auch, die es in Stuttgart gab, das muss man ganz klar sagen. Der Manfred Rommel hat bestimmt
Vorbildfunktion, auch für die Jungen. Ich bin ganz begeistert und jetzt werde ich eine Runde machen und werde mir alles noch genau anschauen. Ich finde, es ist eine einfache Ausstellung, die jeder verstehen kann und wo jeder und jede auf ganz unterschiedliche Art und Weise Beziehung zu Manfred Rommel noch mal aufnehmen kann. Das war emotional total auffüllend und ich gestehe, ich bin hier vorher reingekommen und ich habe gesagt, jetzt müssen wir raus, weil ich fange an, sonst doch die Tränen laufen. Wenn man so nach 5 Jahren doch mit so einer ganzen Ausstellung konfrontiert wird, das nimmt einen emotional schon mit. Man kann durch ein Gedicht komplizierte Sachverhalte taghell erleuchten. Zum Beispiel tut dies mein Gedicht Pisa-Bildung. Elbe und Rhein gehen in die Nordsee hinein. Von der Donau weiß ich das nicht so genau. Liebe Judith, wir sind am Ende. Und normalerweise endet meine Sendung immer mit 2 Veranstaltungstipps. Aber da das die letzte Sendung dieses Jahr ist und wir kurz vor Weihnachten stehen und ich so eine tolle Sängerin an meiner Seite habe, habe ich gedacht, wir können uns jetzt doch mal ein Weihnachtslied vorknöpfen und das kurz zum Abschied zusammen trällern. Also ich ein bisschen leiser und du ein bisschen lauter. Hast du Lust, mit mir ein Weihnachtslied kurz anzustimmen? Ja, gerne. Welches ist so deins, was du gerne singst? Ich liebe White Christmas. Ja. Also bevor du anfängst. Schon eingeatmet. Sage ich vielen Dank. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg weiterhin. Vielen Dank, dass wir kurz mit dir sprechen durften. Sehr gerne. Und wir sehen uns nächstes Jahr wieder, verabschieden uns jetzt mit einem Weihnachtslied. Schöne Weihnachten, guten Rutsch, bis nächstes Jahr. Und jetzt Judith Kaspari live mit White Christmas. Ich mache nur so ein bisschen Alarm. Du machst jetzt mal den Hauptding da. I'm dreaming of a white Christmas. With every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white.